Hi und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Anlässlich der 50.000 Abonnenten hier auf YouTube, was wirklich der Wahnsinn ist und ich mich nochmal an der Stelle recht herzlich bedanken möchte, bei jedem Einzelnen von euch da draußen. Dementsprechend habe ich mich ja dazu entschieden, Livestreams anzufangen und das Ganze auf Twitch. Der erste Livestream ist rum, lief super, glaube ich zumindest. Ich war zumindest sehr zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr beim ersten Livestream dabei wart. Ja, dementsprechend wurde ich jetzt schon häufiger gefragt über Instagram-Nachrichten im Livestream oder auch über YouTube-Kommentare, wie sieht es eigentlich mit deinem Streaming-Setup aus? Welche Produkte verwendest du? Gaming-Maus, Tastatur, Monitore, Mikrofone, Licht, Tisch, Stuhl und. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man sich da zulegen kann als Gaming-Equipment oder als Streaming-Equipment. Und ich dachte mir, ist doch vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der auch beginnen möchte mit dem Streamen, einfach mal so einen kleinen Überblick zu bekommen, was man denn alles braucht. Dementsprechend habe ich jetzt hier ein kleines Video für euch erstellt, in dem ihr wirklich Schritt für Schritt alle Produkte seht, die ich verwende. Die sind übrigens alle dann natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch da nochmal genauer reinlesen wollt oder eben eins bestellen möchtet. Übrigens kostet keinen von euch einen Cent auch nur mehr über diese Links zu bestellen und supportet meinen Kanal unglaublich, würde ich mich natürlich drüber freuen. Naja, das bleibt dann letztendlich euch überlassen. Jetzt geht's los mit dem Video. Ganz viel Spaß. So, und damit willkommen hier an meinem Schreibtisch. Ich habe das Ganze mal ein bisschen anders aufgebaut, damit ihr das jetzt auch so seitlich sozusagen mal wirklich komplett überschauen könnt, sehen könnt, was hier wirklich alles verbaut wurde. Wir gehen die Produkte Schritt für Schritt durch. Ich sage immer ein bisschen was dazu, Vor- und Nachteile, ob ich mir vielleicht wieder heutzutage was anderes holen würde oder ob ich damit zufrieden bin. Das erfahrt ihr jetzt, wie gesagt, bei allen Produkten. Es geht los, hier vorne hängt schon direkt was dran. Ihr seht, man hat es ein bisschen abgeschnitten gesehen, und zwar mein Streaming- und Gaming-Headset. Es ist das Rig 800 HS von Plantronics. Mega geiles Ding, 24 Stunden Akkulaufzeit, funktioniert tadellos mit der PS4, aber auch genauso am PC, wirklich super gut und sitzt halt mega angenehm, ist komplett leicht, hat ein paar coole Funktionen noch dabei, zum Beispiel, wenn ihr das Mikro runtergeklappt habt und es hochklappt, dann geht automatisch sozusagen euer Ton auf Mute, das heißt, die anderen hören euch nicht mehr. Genauso cool finde ich, hinten gibt es noch einen kleinen Zusatzregler, also nicht nur Lautstärke hoch runter, sondern eben auch Sprachchat und Game Sound Balance, das heißt, damit könnt ihr auch ganz kurz einfach hoch und runter regeln, muss man nicht immer in die Einstellung. Sehr, sehr nice. Damit bin ich wirklich super zufrieden. Liegt preislich ca. bei 150 Euro, ist nicht ganz günstig, aber Headsets können ja durchaus teurer werden und das kann ich wirklich absolut empfehlen. Hier oben steht die PS4 Slim. Gut, mit der werde ich in Zukunft vielleicht mal ein bisschen streamen, wenn ich dann auch im Gaming-Bereich ein bisschen streamen werde. Weiter geht es mit dem Eureka Ergonomic Gaming-Tisch, den ihr hier auch gerade schon im Ganzen sehen könnt. Den habe ich mir, ich glaube, Mitte November oder Dezember, ich glaube November war es, gekauft, also seit 3 Monaten circa im Einsatz. Mit dem bin ich top zufrieden, ist jetzt nichts Besonderes, habe ich auf Amazon einfach Gaming-Tisch eingegeben, ist der mit den meisten Bewertungen, beziehungsweise auch noch sehr guten Bewertungen. Dann dachte ich mir, kann ich nichts falsch machen, würde ich ihn empfehlen oder nicht. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass es vielleicht minimal größer wäre, jetzt so im Nachhinein, dass ich ein bisschen mehr Platz drauf hätte, aber im Prinzip ist der wirklich sehr, sehr nice. 2 coole Funktionen, zum einen der Headset-Halter links und zum anderen eben der Getränkehalter rechts. Ansonsten hat er noch seitlich solche LEDs verbaut, die man hier auch mal erkennen kann. Leider, leider, leider lassen die sich farblich nicht verändern. Finde ich ziemlich schade, denn wenn man schon LEDs verbaut, könnte man da auch einfach RGB-LEDs verwenden, die man dann irgendwie per Knopfdruck noch ein bisschen verändern kann und dementsprechend anpassen kann. Zum Beispiel das ganze Setup mal in Blau, Rot, Grün und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Finde ich schade, kann der nicht. Ansonsten hat er so eine Carbon-Oberflächen-Optik. Sieht wirklich schick aus, auch so insgesamt muss ich sagen, gefällt er mir gut. Sieht auch recht schlicht noch aus, nicht zu viel Farbe irgendwie sonst dran geklatscht, sondern eigentlich alles im dunklen Schwarz gehalten. Und ja, ist aber definitiv jetzt ein Produkt von diesem Ganzen hier, was wirklich am wenigsten Gewicht hat, denn es ist wirklich nur Optik und nice to have. Da könnt ihr natürlich jeden anderen Tisch euch auch besorgen. Deswegen, der Tisch wäre wirklich das Letzte, was ich mir sozusagen dann im Streaming-Setup kaufen würde. Davor würde ich wirklich alles andere erstmal wirklich schauen, dass alles andere steht. Weiter geht's mit dem Streaming-Deck von Elgato. Hier habe ich mich für die Variante mit 15 Tasten entschieden. Die gibt es auch, glaube ich, mit 6 oder dann gibt es noch eine XL-Variante sozusagen mit noch mehr Tasten. Die, muss ich sagen, lohnt sich aber nicht. Die mit 6 wäre mir doch ein bisschen zu wenig. Ich bin wirklich, wie gesagt, gerade schon erst nur am Anfang und habe jetzt schon, ihr seht, 6 Tasten standardmäßig belegt und da sind jetzt noch keine lustigen Einblende oder sonstiges. Deswegen, ich denke, da kommen auf jeden Fall noch 3-4 Tasten dazu, die ich verwenden werde und das Ding ist halt wirklich super praktisch. Jeder, der nicht weiß, was es ist, ist im Prinzip wie so ein kleines Controller-Zentrum, so ein kleines Control-Board für eure Streaming-Software. Damit könnt ihr dann wirklich einfach per Tastendruck zum Beispiel euer Mikro muten, den Stream irgendwie anders
anders darstellen, irgendwelche Übergänge machen und, ist für jeden Streamer auf jeden Fall ein Must-Have, absolut. 130 Euro, nicht ganz günstig, aber funktioniert auch einfach wirklich super gut mit der Software zusammen, keine Hänger, keine Fehler, nichts. Weiter geht es hier vielleicht mal mit diesen Einheiten zur Eingabe sozusagen am PC. Und zwar fangen wir mal mit der Tastatur an. Dabei handelt es sich um die Oreo Speedlink. Es ist eine mechanische Tastatur, wie gesagt, von Speedlink. Komplett im RGB-Design. Man kann mega leicht drauf tippen. Die Tasten liegen schön nah beieinander, perfekt fürs Gaming. Und man hat auch insgesamt 9 verschiedene Modes der LEDs sozusagen drauf, die man hier direkt einfach per Fn-Taste ansteuern kann. Was mega nice ist, also super simpel zu ändern. Und ja, insgesamt wieder auch in diesem matten, dunklen, schwarzen Look gehalten. Schön noch hier mit dieser Ablage für die Hände drauf. Links und rechts haben wir dann noch, ihr seht es hoffentlich in der Kamera, ja man sieht es genau, haben wir auch noch so kreisende LEDs, je nachdem welchen Mode ihr sozusagen einstellt, die das Ganze eben seitlich noch optisch schön abrunden. Gefällt mir super gut. Genauso die Maus, und die kann ich wirklich sogar noch mehr empfehlen als die Tastatur, obwohl ich mit der mega zufrieden bin. Aber was ich bei der so krass finde, ist einfach der Preis. Die kostet nicht mal 30 Euro, es ist super leicht, komplett responsive, also wirklich extrem die Übernahme, sehr, sehr geil und hat halt auch noch ein paar belegbare Knöpfe. Optisch sieht die auch ultra stylisch aus, wie ich finde, ihr seht hier ja gerade in der Aufnahme. Also mit der bin ich wirklich mehr als zufrieden, die ist eine absolute Empfehlung von mir. Unter der Maus befindet sich ein Mauspad, wie ihr vielleicht schon erkennen konntet. Und zwar habe ich mich hier für das neue Anmade von Speedlink entschieden. Ebenfalls, also alle 3 Produkte hier sind von Speedlink, auch kurz an der Stelle. Die haben mir das zugeschickt und zur Verfügung gestellt. Kein Geld oder sonstiges oder irgendwelche Vorgaben hier für das Video. Nein, die haben mich einfach unterstützt bei meinem ganzen Streaming-Projekt. Herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal. Und das ist eben deren neues Mauspad. Was hat das so Besonderes an sich? Also es ist im Prinzip erstmal ein Hardcover, ja. Merkt ihr auch schon? Hier, wenn ich drauf klopfe, da ist nichts weich. Muss man erstmal selber rausfinden, mag man eher die weichen Mauspads oder die harten Mauspads mehr. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich solche weichen Mauspads einfach ultra schnell abnutzen. Dementsprechend habe ich mich jetzt endlich mal für so ein hartes Mauspad entschieden. Bin bisher super zufrieden, die Maus gleitet schön drüber. Und jetzt kommen wir noch zu einer Special-Funktion, beziehungsweise zu 2. Die erste seht ihr schon, das Ganze leuchtet hier ringsherum und lässt sich dann natürlich auch verändern in den Farben. Sieht natürlich wieder schön aus, dieser ganze RGB-Look. Klar, gehört irgendwo beim Gaming dazu. Aber 2. coole Zusatzfunktion ist dieser Blitz hier oben links. Und der, was macht der so Schönes? Dort befindet sich ein induktives Ladefeld. Das heißt, ihr könnt einfach euer Smartphone beim Zocken oben links hinlegen. Stört nicht, ihr habt immer noch super viel Platz für die Maus und das Ganze lädt nebenher auf. Mega geil. Hier hinten steht vielleicht sogar wirklich das sinnvollste Produkt für Gamer überhaupt. Und zwar, ihr kennt es alle, der Controller ist mal wieder leer. Ich kenne es zumindest von meinem Mitbewohner, der es nie schafft, seinen Controller irgendwie zu laden und letztendlich er immer Controller von mir verwendet, wenn wir dann zusammen zocken. Und ich habe mir einfach mal vor, ein oder vielleicht schon 2 Jahre her, so eine Dockingstation geholt für Controller. Die hat im Prinzip einfach 2 Micro-USB-Ports nach oben, so eine kleine Halterung, dass sie da auch wirklich drauf stehen bleiben. ISY war hier meine Marke. Ich habe auf Amazon gesucht. Das Produkt habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe euch mal ein ähnliches verlinkt. Das gibt es für wirklich für 10 Euro und ist wirklich Empfehlung Nummer 1 für so wenig Geld, so viel sich das Leben zu erleichtern. Wenn man viel zockt, glaubt mir, dann habt ihr wirklich immer vollgeladene Controller. Mega, mega praktisch. Wenn ich hier gerade nach oben schaue, sehe ich, da befinden sich natürlich auch noch ein paar Produkte. Und zwar fangen wir mal links an. Dort befindet sich ein sehr, sehr günstiges Licht von Neewer. Das habe ich mir mal auch schon vor 2 Jahren gekauft. CN160 nennt sich das Ganze, glaube ich. Und es kostet unter 20 Euro und hat wirklich ein cooles Feature. Und zwar, ihr könnt das Ganze einfach dimmen. Das ist mein Licht für die Facecam sozusagen. Ihr seht schon, hoch und runter lässt sich das Ganze regeln. Dementsprechend, je nachdem, wie ich meine Beleuchtung hier dann habe, kann ich beim Streamen ganz einfach kurz anpassen, wie hell ich denn letztendlich ja belichtet sein soll. Daneben die C920 Pro von Logitech. Ist eine Full-HD-Webcam, preislich liegt die bei 65 Euro, ist glaube ich so eine deren bester Modelle sozusagen und die ist preis-leistungstechnisch, würde ich sagen, wirklich super. 65 Euro ist jetzt nicht ganz wenig, es gibt auch noch günstigere Webcams, also da könntet ihr definitiv auch erstmal noch sparen, euch ein Modell für 30 Euro oder so zulegen, reicht natürlich für den Anfang auf jeden Fall aus. Ich dachte mir nur jetzt, ich will doch eigentlich eh qualitativ das Ganze hochwertig halten, dann nehme ich mal direkt Full HD. Mir ist es sogar fast zu schlecht sozusagen, die Auflösung. Liegt jetzt nicht aber an dieser Webcam, sondern liegt halt generell an Webcams. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht streame ich auch bald als Facecam mit meiner Hauptkamera, dass die Quali halt so aussieht, wie sie jetzt gerade aussieht. Wäre ich doch deutlich zufriedener, aber das Ganze werde ich mir dann nochmal genauer überlegen. Weiter geht es mit meinen Tonaufnahmen. Da braucht man natürlich auch ein Mikrofon, beziehungsweise dass ich auch sprechen kann mit den Leuten im Stream. Und hier habe ich das Yeti Caster Pro
Pro-Set. Das besteht eben aus diesem Arm, welcher sich am Tisch super leicht befestigen lässt. Dann kann man sozusagen alle Gelenke noch auch einstellen einzeln. Ganze auch super leicht drehen, ihr seht, da wackelt dann auch nichts. Und vorne ist dann eben direkt dieses USB-Mikrofon verbaut, welches dann sozusagen über eine Kabelführung hier hinten am PC angeschlossen wird. Und da muss ich sagen, die Quali ist hier wirklich preis-leistungstechnisch top. Ich glaube, das Yeti Pro, also dieses Mikro hier, ist auch so ein richtiger Klassiker, weil als Einstiegsmikrofon verwenden ganz viele YouTuber oder Streamer, die anfangen, weil es einfach wirklich einen super Sound hat für relativ wenig Geld im Verhältnis. Wir wissen alle, Mikrofone können wirklich sehr, sehr teuer sein. Das gesamte Set liegt, glaube ich, bei 250 Euro. Würde ich sagen, ist preislich auf jeden Fall im Rahmen, bietet einem wirklich sehr, sehr viel Flexibilität und ist optisch einfach meiner Meinung nach zumindest auch wirklich on point. Hinter den beiden Monitoren, was ihr hier als Beleuchtung seht, ist jeweils ein Yeelight Lightstrip. Was ist das Schöne daran? Und zwar ganz einfach, die lassen sich zum einen natürlich über WLAN, per App steuern oder auch per Sprache über euren Sprachassistenten, aber die haben eben auch noch einen manuellen Button dran und das finde ich ziemlich cool, denn ich habe das Ganze hier sozusagen, dieses ganze System über eine riesige Steckdose abgesichert. Mit Blitzschutz würde ich euch übrigens auch empfehlen, kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Und deswegen mache ich die eigentlich immer aus. Wenn ich hier nicht dran bin, ist wirklich dieser gesamte Arbeitsbereich ausgeschaltet, kein Strom drauf. Wenn ich das jetzt einschalte, dann brauchen natürlich alle Produkte erstmal kurz, also WLAN-Produkte, wie jetzt irgendwelche smarten WLAN-Glühbirnen oder smarten LED-Strips, die brauchen dann erstmal zum Hochfahren. Dementsprechend kann ich die nicht direkt ansteuern per Sprache oder per Smartphone, sondern müsste da immer kurz warten. Nervt mich, deswegen habe ich mich da definitiv und würde ich auch jedem empfehlen, für ein Modell entschieden, eben mit manuellen Tasten noch. So könnt ihr direkt einfach kurz dann per langen Tastendruck die Farbe ändern, könnt immer ein bisschen Variabilität reinbringen und. Finde ich eigentlich ziemlich spannend. Kosten, glaube ich, 44 Euro die Produkte auf Amazon. Bevor ich dann gleich was zum PC sage und auch noch zur Überspannungsschutzeinrichtung, welche ich da unten angebracht habe, schauen wir uns natürlich noch hier fast eigentlich das Herzstück des ganzen Bereichs an, und zwar das Dual Monitor Setup. Hier habe ich mich für den EW3270U von BenQ entschieden, gleich zweimal, und das hat einen einzigen Grund. Ich wollte eigentlich eine Größe zum Zocken so von 27 Zoll, fand ich eigentlich bisher perfekt. Der hier hat 32. Für mich hat sich jetzt aber noch die Frage gestellt, da ich hier in einer WG wohne und eben dementsprechend auch manchmal hier nicht an meinem Schreibtisch arbeiten kann, wenn da viele Leute sind, sondern eben hier arbeiten muss und meine Videos schneiden muss. Ich brauche definitiv einen nicht zu kleinen Bildschirm, der eben dann mindestens eigentlich 32 Zoll haben sollte. Und dann dachte ich mir, okay, 32 Zoll ist doch vielleicht auch noch genau so eine Mitte, wo ich auch drauf zocken kann. Habe dann hier letztendlich mich für diese beiden Modelle entschieden und muss sagen, bin wirklich super zufrieden. Die sind auch schon fast so ein kleiner Klassiker, glaube ich, geworden in der Szene, so als Allrounder. Ihr habt hier insgesamt zwei HDMI-Ports verbaut, ein USB-C-Port und ein DisplayPort-Port. Sagt man das so? Egal. Auf jeden Fall, deswegen, ihr merkt schon, an Anschlüssen mangelt es euch da auf jeden Fall auch nicht. Außerdem bieten die Monitore auch noch HDR und eine spezielle EyeCare-Technologie, die sozusagen euer Umgebungslicht immer misst und die Helligkeit dann dementsprechend anpasst, was wirklich super, super angenehm ist. Die verbauten Boxen, muss ich sagen, sind komplette Mürre. Die könnt ihr knicken, also wenn ihr wirklich irgendwie plant, hier auch tatsächlich irgendwie Sound dann drüber abspielen lassen zu wollen, ohne das Ganze am Headset zu haben, dann holt euch auf jeden Fall externe Boxen. Aber ansonsten wirklich so als reiner Allrounder-Monitor, sowohl fürs Gaming, was wirklich super Spaß drauf macht, 4K Auflösung, habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht gesagt, genau. Und auch sonst zum Stream, zum Videoschnitt betreiben dran, wirklich ein Hammer Gerät. Zu diesen beiden Monitoren folgt jetzt auch schon diese Woche noch ein ausführliches Review, also nochmal einzeln gehe ich da wirklich drauf ein, weil ich die jetzt seit 3 Monaten im Einsatz habe und einfach wirklich so zufrieden bin. Deswegen, falls ihr da mehr sehen wollt, abonnieren, dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Abschließend kommen wir jetzt noch zu dem PC, den ich jetzt aktuell verwende, den seht ihr hier unten. Insgesamt habe ich 600 Euro für diesen PC jetzt gezahlt. Ich hatte den ja erst so bei 400, hatte auf die APU von AMD gesetzt, also die integrierte Grafikeinheit sozusagen. Habe mal geguckt, wie das Ganze läuft, habe direkt festgestellt, es ruckelt dann doch, wenn ich streamen wollen würde, in Full HD vor allem, und das war ja genau mein Plan. Also habe ich mir direkt noch eine Grafikkarte danach hinterher bestellt. Das heißt, die war ca. bei 200 Euro lag die. Ich verlinke euch die genauen verwendeten Komponenten nochmal in der Videobeschreibung. Und dementsprechend, ja, bin ich jetzt bei 600 Euro gelandet. Ich finde, der
der ist eigentlich relativ nice optisch auch geworden. Mit dem Gehäuse bin ich auch zufrieden, war eins für 40 Euro. Und da hat es jetzt eigentlich noch zwei Sachen, auf die ich auch noch kurz eingehen möchte. Und zwar zum einen ist es, dass ich eine HD60S von Elgato verbaut habe. Ist einfach notwendig, wenn man dann wirklich letztendlich ja, die PS4 sozusagen aufnehmen möchte, das Ganze weiterschleifen möchte an den Rechner, sodass man das Ganze im Stream verwenden kann. Also es ist im Prinzip eine externe Game Capture Card, die ist gerade hinten angeschlossen, deswegen hole ich die jetzt nicht noch einmal einzeln vor. Und des Weiteren habe ich hier noch diese externe 1TB USB-C Festplatte im Einsatz. Die ist von ADATA, nennt sich SE800, ist halt vom Formfaktor her wirklich super klein. Und was mega geil ist, gerade für mich auch wirklich sehr, sehr wichtig, die hat natürlich nie jetzt ihren festen Platz direkt hier am PC, sondern da befinden sich dann immer aufgenommene Videos, Daten und drauf, die ich halt sozusagen mal hier brauche, mal beim Mac, mal unterwegs. Und deswegen hat die wirklich ein sehr, sehr cooles Feature. Ihr könnt das Ganze abziehen, könnt das Teil hier oben verschließen und jetzt ist die wirklich wasserdicht, schockdicht, geschützt, glaube ich noch, und sturzsicher oder sonstiges. Also die ist wirklich einfach sehr, sehr robust. Kann ich euch empfehlen, falls ihr viel unterwegs seid und falls ihr vielleicht auch öfter mal irgendwie die Arbeitsplätze wechseln müsst. Da ist so ein Teil wirklich erste Sahne. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, und zwar Ton. Zum Ton gehört nämlich nicht nur die Stimme und das Mikro, nein, da gehören auch noch ein paar andere Sachen dazu, und zwar Hintergrundmusik. Finde ich super wichtig, zum einen auf YouTube bei irgendwelchen Videos, ich nehme immer Hintergrundmusik, oder zum anderen auch beim Stream, irgendwie in der Pause oder fürs Intro, Outro und so weiter. Und da an der Stelle jetzt mal kurz keine bezahlte Werbung hier, ja, das ist wirklich einfach nur eine reine Empfehlung von mir, würde ich euch Epidemic Sound Ultra ans Herz legen. Die verwende ich jetzt selbst schon auch seit 2 Jahren, da findet ihr so gut wie alles schön in Kategorien und ja, mega, mega nicer Anbieter, kostet auch nicht so viel, auch dazu packe ich euch den Link mal in die Videobeschreibung rein, falls da einer Interesse hat und noch nicht die richtige Musik sozusagen für seine YouTube-Videos oder für seine Streams oder Animationen und sonstiges gefunden hat, da werdet ihr fündig. Das ist also mein Streaming-Setup 2020. Ich muss sagen, ich selbst bin wirklich super zufrieden damit. Es lässt sich super gut dran arbeiten, dran schneiden, dran zocken und. Auch das Design insgesamt, alles in diesem Schwarz-Weiß-Look eher und trotzdem überall noch RGBs verbaut, finde ich einfach sehr, sehr cool. Sieht clean aus und dann hat es trotzdem noch eben diesen Gaming-Flair. Aber Meinung von euch gerne mal dazu in die Kommentare. Was würdet ihr anders machen oder habt ihr sonst noch vielleicht auch irgendwelche Tipps oder vielleicht praktische Gadget für Streamen, die ich jetzt noch nicht kenne? Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Falls ihr auch in Zukunft immer auf dem aktuellsten Stand meines Streaming-Setups bleiben wollt, empfehle ich euch natürlich, mir entweder auf Twitch zu folgen, da werde ich ab und zu bestimmt auch mal drüber reden, falls sich was geändert hat, oder vielleicht folgt auch auf YouTube hier dann mal irgendwann, falls sich wirklich mal viel ändert, ein Update-Video, das liegt an euch, falls ihr das sehen wollt. Wie gesagt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst, und folgt mir auch gerne auf Instagram RealVanix, und wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen noch, alle Produkte, wie gesagt, sind auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls für den einen oder anderen vielleicht was dabei ist, was er bei seinem Setup vielleicht irgendwie integrieren kann oder verändern kann. Freut es mich natürlich, falls ich helfen konnte, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao.